So. Dritter Versuch, mich mit den Sobek da anzulegen. Da war ich dann. Ich hab's zu spät gesehen. So. Was ist das? Thank you.
Alter, er ist alt, aber hier ganz schön die Schlagzeilen. Geschafft. Entsender der Seelen, einfaches Schwert. Geil. Geiles Ding gerade. Geiles Ding. So, jetzt haben wir ihn hier besiegt. Wenn wir hier gucken. Entsender Seelen, ne? Kritische Treffer, Combo, Gesundheit. Und hier Gesundheit kritisch, Adrenalin, Dings. Aber ist alles irgendwie das Gleiche. Okay, Fähigkeiten haben wir noch einen, ne? Ich wollte ja jetzt... wo war das? Wo wollte ich denn hin? Hier, da wollte ich hin. Weil da haben wir übrigens noch eine Quest. Nee, das hat Spaß gemacht. Wenn du erstmal weißt, wie es geht, ich glaube im dritten Versuch. Ich habe echt erstmal überhaupt nicht verstanden. Lagerhaus der Toparchen. Überhaupt nicht verstanden. Gebe ich auch gerne zu, was ich wie machen muss. Das war echt nicht einfach gerade für mich. So, und dann hier. So, wo ist denn das Lagerhaus hier? Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Oh Gott. Warum müssen wir den zweiten hin? So. Der zweite Schatz hier. Da oben. Deswegen bin ich gerade nicht drauf gekommen. Haut ihr jetzt ab?
Das sollte ich nämlich. So, dann können wir uns jetzt um diese Quest kümmern. Du bist selbst schuld. Du hast Opium vor uns versteckt. Was dachtest du, was der Kommandant tun würde? Meine Herren, es bedarf keiner weiteren Feindseligkeiten. Du bist Mahu, richtig? Woher kennst du meinen Namen? Es passiert nicht viel in Kerke, von dem ich nichts weiß. Deine Frau bekommt gerade euer zweites Kind. Und du bist Kawab. Das stimmt. Die Soldaten zahlen dir nicht genug. Das wird sehr hart, wenn dein nächstes Kind geboren wird. Für dich auch, Harry Hoare. Ich weiß, dass dein Vater krank ist. Du könntest Hilfe gebrauchen. Wer könnte das nicht? Warum lasse ich keine Geschenke an eure Familien schicken? Nur um die Dinge diesen Monat einfacher zu machen. Mhm. Genug. Gut, ihr könnt weitermachen, aber wir behalten das Mädchen. Irgendwelche weiteren Probleme und sie verschwindet. Brauchst du Hilfe? Ein Magi. Ich bin Merit Ma'at, das Oberhaupt des Dorfes. Ach, mach dir um die keine Sorgen. Das sind nur Mittelsmänner für Ptolemäus' Soldaten. Ich habe eine Abmachung mit ihrem Kommandanten. Opium und Honig für den Schutz des Dorfes. Er ist derjenige, um den wir uns sorgen müssen. Haben Sie eine Geisel genommen? Ha. Genau wie die Magi von früher. Wenn du ein Held sein willst, sie haben sie ins nahegelegene Militärlager gebracht. Wenn sie noch lebt, findest du sie da. Ich komme bald mit ihr zurück, Merit Ma'at. Dann kannst du entscheiden, ob ich ein Held bin. Die Matriarchin. Mir fällt aber gerade was anderes mal in der Ausrüstung. Ist ja hier schon wieder ausgeartet. Also im Sinne von, weil ich habe gerade überlegt, ob ich einfach mal das mache. Diese Ultima-Klinge, Entsender der Seelen. Genau. Und ich habe ja nämlich das hier noch, weil ich gerade überlegt habe, war das dieses Seydlitz? Nicht die Josas Stolz. Ich weiß das nämlich schon gar nicht mehr, welches Schild das war. Welches da schön, also ob das dieses war, was hier mit diesen, ja genau, das war dieses Schild, genau, ja, jetzt sehe ich es gerade wieder. Genau, dann habe ich jetzt diese, ist das Monsterrüstung, wäre jetzt übertrieben, aber mal abgelegt. Hab ein hab das Schild, das Schwert jetzt auch, dieses Ultima-Schwert jetzt auch abgelegt. Ich habe gar nicht mehr in Erinnerung, dass ich das Schild abgelegt hatte. Der gute Mond hier. So. Ich würde mal sagen, da muss ich jetzt erstes auf diese Seite. Weil ich will erstmal das Feuer ausmachen. Hier unterbinden. Gebt den Mund frei! Halt! Was stimmt nicht mit dir? Gebt den Mund frei! Dieser Ort wird schwer bewacht. Das Schwertchen ist aber nicht ohne, würde ich sagen.
töten. Nice. Was? Hey, was? Ich bring dich um. Dafür schlag ich dich tot. Sauber, würde ich sagen. Eiskalt, alle. Das ist das entführte Mädchen. Sie ist betäubt, aber... Die beiden Lungen da vorne, ne? Wollte ich nicht meinen. So. Leg dich hier ab. Geht es dir gut? Du wurdest betäubt. Ja, danke. Ich... Götter... Der Kommandant. Weißt du, wo er ist? Ich glaube, er hat sein Lager auf einem Schiff verlassen. Mehr weiß ich leider nicht. Es tut mir leid. Alles klar. Geh du jetzt zu Merit Maat. Und lass dich von keinem Soldaten sehen. Ich sollte auch zu Merit Maat zurück. Ich muss mit ihr über den Kommandanten sprechen. Ich wollte das eigentlich gar nicht eben abbrechen, aber ich wollte mich hinhocken. Und dann fiel mir ein, das geht gar nicht mehr. Wenn du in der so einer Sequenz bist, plus dass du ja dann das Problem hast, dass er dann abbricht. Deswegen hat er den Einsatz da gerade von mir im Gespräch abgebrochen. Tut mir leid, Leute. Aber ich wäre ja auch nicht ich, wenn ich nicht irgendwas immer wieder machen würde. Was irgendwie so ein kleiner Fehler ist. Also im Sinne von... Magi, du hast das Mädchen befreit? Der Kommandant war nicht im Lager. Aber das ändert auch nichts. Sag mir, was du weißt. Mit den Soldaten und den Mittelsmännern komme ich klar. Aber der Kommandant, er ist heimtückisch. Ein Mörder. Ich wage es nicht, mich ihm zu stellen. Vor Jahren hat er schon mal eine Geisel genommen. Meine eigene Tochter. Damals hat uns kein Magi gerettet. Er hat sie getötet, um uns gefügig zu halten. Um des Dorfes willen habe ich nichts getan. Ich habe eine Idee, wie wir ihn kriegen könnten. Die Opiumladung fährt den Fluss entlang. Ich folge ihr, finde ihn und beende eure Abmachung. Dann möge Horus deine Klinge leiten, Magi. Versenke sie tief. Sei nicht gütig. Der Kommandant ist so verbrecherisch wie Set. Wie ist das zustande gekommen? Wir handeln mit Honig und Opium. Güter, die Armee nicht ignorieren konnte. Zuerst haben sie versucht, das Dorf einzunehmen. Einige unserer Männer haben sich gewehrt. Sie wurden als Rebellen und Verräter verfolgt. Die nicht getötet wurden, flohen in den Norden. Ironischerweise schlossen sie sich den Rebellen an. Wir schicken Opium und Geld, so oft es geht. Der Kommandant wurde misstrauisch. Also nahm er noch eine Geisel. Hättest du sie nicht gerettet, wäre sie nun auch tot, denke ich. Ich kümmere mich um diesen Mörder. Ich verspreche es. Ich habe das Beste daraus gemacht. Bis jetzt konnte ich verhindern, dass noch jemand entführt wurde. Doch wir werden nie frei sein, solange der Kommandant lebt. Okay, so.
Haben wir die Möglichkeit? Nee, wir haben hier. Oh, das ist jetzt auch so ein bisschen so. Schnellreise dahin. Ich habe jetzt echt gerade gedacht, dass ich da eine Möglichkeit habe, noch schneller hinzukommen, aber leider nicht. Willst du nach Theben? Ich habe Nein. die schnellste Barke auf dem Meer. Ich will nicht nach Theben, ich will dahin. Los. Auf geht's. Hey, was? Du kannst nicht fliehen. Nee, siehst du doch. Ist natürlich gefühlt wieder klar gewesen, dass der Richtung Süden reist, ne? So, da haben wir sie. Ah. Hier schnell hin. Das ist ja eigentlich die Barke, oder? An den beiden da vorbeigeschwungen, also die beiden, die ich gesehen habe, auf diesem Schiff. Dann. Warum toleriert der Kommandant? Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Oh. Du da, halt! Hey! Warum toleriert der Kommandant Merit Ma'at dieses alte Weib? Ich hätte sie schon längst abgemurkst. Du hast gehört, wie sie mit uns redet. Ja, wir sollten noch ein paar ihrer Kinder entführen. Dann wird sie netter sein. Alter! Bist du irre oder was? Oh, nee, nee. Oh, was ist das denn jetzt? Wieder rauf. Alter, das kann ja wohl nicht wahr sein. Hey, mir entkommt, hab ich dich! Das, du Ratte! Was? Hab dich! Ich töte dich! Da bist du! Ladungsverzeichnis. Das Schiff lädt in Memphis ab. Dort finde ich den Kommandanten. Reise nach Memphis. Ein süßer Duft liegt in der Luft. Opium. Das ist das richtige Schiff. Wir sollen jetzt hier hinreisen, ne? Können wir das irgendwie noch versenken oder so? Nee, ne? Dahin.
dahin und dann mal gucken, was dort passiert.